Even in Anthrax, it didn't die so much. It did. Ich sag's nur gleich, bevor ich wieder nicht komme. Achso. Es ist ja im KfW-Vertrag ist ja geregelt, was die Kosten sowieso von der Gemeinde übernommen wird. Das ist richtig, aber das ist. Und das ist nicht ausgereicht. Der Akte Gesellschaftsvertrag ist der Bank zu wenig, so verlangen auf 1357 die Abflussung. Gut. Obwohl wir die ganzen Kredite dort haben. Bitte? Weil wir die ganzen Kredite dort haben, wir wissen nicht irgendeine Begründung durch. Ich komme nicht das Bank hin und sage zur Gemeinde, wir wollen jetzt die Bürgschaft haben, erfahren wollen. Die Kreditabteilung verlangt es jetzt, oder? Das ist ein neuer Dings. Voriges Jahr haben wir das noch nicht. Ja, also komm, also muss ich fragen, wieso? Ja, ganz einfach. Weil das verlangen. Jede Bank hat ihre Vorschriften ganz einfach. Wo ist das Problem bitte da jetzt? Nein, es wundert mich nur, dass das auf einmal so von dir. Es ist eine reine Formsache, die Gemeinde haftet ja sowieso dafür. Und es ist auch so wie ein Land Steiermark, wenn man das erfordert, auch ganz einfach von den Banken, ja, dass da die Wirtschaftsübernahme auch dementsprechend kontrolliert wird und die Gemeinde von der Gemeinde. So ist es auch hier der Fall. Ja, ja. Gut. Du wolltest den Antrag stellen? Ja. Aufgrund dessen, dass eben die ganze Sache für uns jetzt nicht nachvollziehbar ist, weil wir eben, wie gesagt, in keinen Prüfungsausschuss mehr in der VG haben, stelle ich den Antrag, den Prüfungsausschuss mit sofortiger Wirkung wieder für die finanzielle und inhaltliche Prüfung der VG einzusetzen und im Gesellschaftsvertrag diesen Passus zu ergänzen. Ja, unsere Fraktion sieht das keine Notwendigkeit, weil wir hoffen, durch eine Steuerberaterin passiert. Nur, in recht, jeden Fall nur steuerrechtlich, nicht inhaltlich. Eine Steuerberaterin passiert und die das ausreichend macht. Und das auch in der Gemeindeordnung so vorgesehen ist, dass man so machen kann. Aus dem Grund. Aber das heißt, es ist die Angst da, es könnte der Prüfungsausschuss, der anständiges Organ dieser Gemeinde ist, irgendwas entdecken. Es gibt dort überhaupt keine Ängste. Okay. Sondern es wird auch ganz verschiedene Gemeinderatssitzungen, wird das präsentiert und wir können alle Fragen stellen. Die sind die Bilanz und das ist genau, was Prozent ist. Das ist es. Gut. Du hast jetzt einen Antrag gestellt, jetzt stimmen wir den Antrag. Ja, bitte. Wieso ist es nicht möglich? Jetzt 10 Jahre, was möglich, dass man keine Bürgschaft braucht. Für die Gemeinde oder zuständig ist jetzt ja wieder. Ja, nein, hast du die Gemeindeordnung gelesen? Das Ausschuss prüft jetzt nicht für die KfW. Hast du die Gemeindeordnung gelesen? Dann ist die Gemeindeordnung, da steht drin, und wenn es nicht passen würde, wenn es nicht passen würde, dann würde die Aufsichtsbehörde schon sagen, lieber Bürgermeister, das darfst du nicht. Genau, das ist gesetzeskonform, was da raus ist. Aber es ist die maximale Ausreizung des Gesetzes auf die eine Seite, nicht die Bereitschaft zur Transparenz und Einblick. Weil wie gesagt, der Steuerberater darf nur die steuerrechtliche Prüfung der KG vornehmen und eine inhaltliche Prüfung, was dort alles passiert, geschieht nicht und ist auch in der Fragestunde zum Tagesordnungspunkt KG sehr schwer zu formulieren, wenn man vorher nicht irgendwelche Unterlagen anschauen darf. Kein Mensch daherinnen sieht irgendwas, außer dir. Und seit du alleiniger Geschäftsführer bist, verlangt die Bank auf einmal eine Bürgschaft. Die sollte zu dir gehen und man sollte deswegen den Prüfungsausschuss wieder einsetzen und Transparenz. Nur ein Vorteil für dich selber, wenn du den Prüfungsausschuss zulässt, dann kannst du mit reinem Gewissen an die Öffentlichkeit gehen und kannst das Ding so muss. Das hat die Gemeinde schlechtere Bonität, wenn du das genau ansprichst. Was mit dem Prüfungsausschuss? Darf ich mal kurz auf das antworten, was der Stefan gesagt hat? Früher war nur ein kleiner Teil dafür zuständig, jetzt ist es der gesamte Gemeinderat, der Einsicht hat in den KG und der Land. Ja, die werden ja wohl zur Verfügung gestellt, bitte. Wir haben heute die Bilanzbesprechung auch, die Frau Steuerberaterin auch dann uns zur Kenntnis bringen wird. Und da können Sie alle Fragen stellen. Da wird keiner ausgeschlossen. Bei einem Ausschuss sind nur die Mitglieder dort noch danach. Sie können die anderen können schon anwesend sein, aber es geht ja meistens niemand hin. Und deshalb ist es wesentlich transparenter, wenn der Gemeinderat als Gesamtes, wo jedes Gemeinderatsmitglied die Fragen an die Steuerberaterin stellen kann, die Steuer wird sicherlich besser Kenntnis hat über die Angelegenheiten, aber nicht wie in der Prüfungsausschuss. Fragen können Sie alles. Das ist ja nichts. Aber es ist sehr schwierig, das habe ich gerade ausgeführt, es ist sehr schwierig, Fragen zu stellen, wenn man vorher nicht die Unterlagen Einblick hat. Und der Prüfungsausschuss hat in der Gemeinde sehr wohl schwer. Immer rechtzeitig der Prüfungsausschuss hat sehr wohl möglich zu verschiedenen Themen
wie verschiedenen Verträgen, wie verschiedenen Auszahlungen die Unterlagen anzuschauen. Das hat der Gemeinderat in dieser Form nicht, weil jedes Mal von euch die Antwort kommt, hättet ihr euch vorbereitet, das angeschaut im Vorfeld, und überhaupt nichts dem, was wir uns jetzt für die KG anschauen hätten können. Deswegen können wir uns auch nicht vorbereiten. Schaut, das sind wieder Lügen, die du verbreitet. Das sind die Farben unter Stallungen. Die kann man nicht anschauen, zum Beispiel. Der Prüfungsausschuss könnte sich die Einzelrechnungen für den Werbeauftrag von Herrn Scherz anschauen. Der Gemeinderat kann das nicht, weil das wirst du heute nicht mehr ausrechnen. Kann sich auch die Rechnungen von Herrn Denkwistern anschauen, die in der Gemeinde sind. In der KG. Oder von anderen Leuten. Also, was das kann aber in der KG nicht. Nein, das ist ja ein und dasselbe. Nein, das ist nicht ein und dasselbe, weil die KG anderes auch verwendet. Ganz einfach. Können wir nicht. Aber wie dem auch sei, ihr könnt es nicht vorhaben, dass die KG gut gemanagt wird und dass wir ein positives Ergebnis, sage ich mal, auch in diesem Jahr gestartet gebracht haben, gegenüber dem anderen Jahr jetzt. Und das werden wir dann bei der Bilanz 2013 noch dann hören. In dem Sinne habe ich den Antrag jetzt auch vom lieben Herrn Stefan Heimreich. Wer für den Antrag von Herrn Stefan Heimreich ist, bitte mal Zeichen der Zustimmung. Gut, Gegenstimmen. Danke. Frau so. Ist gut, Kontrolle ist es. Bitte. So. Du hast gerade das Wort Genität in den Mund genommen, also die Volksbank verlangt einen Geldschutzvertrag. Das heißt, es ist eine Sicherstellungsverbesserung gegenüber für die Volksbank. Also muss irgendwas mit der Bonität der Gemeinde nicht passen. Du hast gerade selber gesagt, wegen Bonitätssache, also dem was passt noch nichts. Nein, es ist nicht normal. Ich stelle den Antrag der Gemeinde natürlich. Kannst du bitte die Frage beantworten? Du hast ja gerade selber gesagt, mit wegen Bonität. Also was gibt es für Bonitätsprobleme der Gemeinde? Ach, so sicher alles, du bist ja selber Denker. Wenn du dir einen Punkt unter Haus bauen möchtest, das ist was dann anderes. Nimmst du auch dann auch von der Frau. Gemeinde ist ein öffentliches Amt. Seit 10 Jahren war die Sicherheit und die Bonität bestimmt. Jetzt auf einmal passt es nicht mehr. Aber du weißt ja von der Bonität selber. Ich nehme es zu Kenntnis. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Wirtschaftsvertrag gemäß § 1357 AVGB Haftung als Bürger und Zahler verschließen. Mit dem Richter Markgemeinde Bock die Haftung als Bürger und Zahler für den Kompetenzbetrieb der Markgemeinde Lieberfort zum Infrastrukturentwicklungsverkehr in der Höhe von 300.000. Laufzeit bis 31.03.2015. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Danke. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 7. Berichte des Bürgermeisters oder eines Delegierten, der die Gemeinde in der Kleinreform oder in anderen Gemeinden vertritt. Vom Wasserverband vorbereitet die Rückmeldung vom Landesverband Nürnberger, wie es mit dem Hochwasserbehälter ausschaut. Es ist alles im Plan, im Bau her, und wenn es gut geht, wird er im Herbst in Betrieb genommen werden können. Von den Baukosten her, die jetzt fangen wir auf, bis 3 Millionen beziffert sind, wird man wahrscheinlich auch in diesen Bereichen sich bewegen. Zur Kleinregion selbst gibt es im Augenblick nicht sehr viel zu berichten, außer dass es diesen gemeinsamen Kleinregionskalender gibt, der von allen 6 Gemeinden betrieben wird. Und in der Kleinregion gibt es nichts weiteres. Dementsprechend zu berichten werden auch keine Aktivitäten gesetzt. Vor allem aus dem Grund, weil es eine Zusammenlegung von Dobeln und Zware geben wird. Und man wird auch dann schauen, welche gemeinsamen Aktivitäten, dass man dann in weiterer Folge setzen wird. Das ist sonst ein Scheidergebietscharakter. Ich war positiv überrascht, dass wir diesmal Ort, Uhrzeit, Veranstaltungsansprechung waren, alles enthalten waren. Ich weiß nicht, ob es zufällig ist, weil das jetzt nicht war und die Hochhaus registriert, aber das ist ja. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ich hätte eine Frage. Wasserverbandssitzung gibt es wahrscheinlich nicht. Da gibt es noch keine. Hier war eine Frage, ich formuliere sie ganz vorsichtig. Ist es richtig, weil jetzt wir heute schon ein paar Mal über den Punkt Ehre und so weiter und Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit gesprochen haben, ist es richtig, dass du in Treffen mit anderen Kleinregionsbürgermeistern
eben, sage ich mal, zur Verteidigung für dich gleich leicht Feierlaune angetrunkenen Zustand Schimpfwörter mit meinem Namen in Verbindung gebracht hast in der Öffentlichkeit. Ich kann das von dem Herrn, der es gehört oder schimpft, nicht bringen. Fällst du das jetzt alleine? Verschiedene. Achso. Ja oder nein? Kann ich mich nicht entsinnen, wenn es etwas zuhört. Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Auch Hochwasserschutzmaßnahmen. Da geht es um das Hochwasserrückhaltebecken über Bad Lusenbach. Die Entschädigung der Konvention hat 100 Kilometer Verlängerung des Jahres 2010 für die beschlossenen Frist zum Unterzeichnen der Verträge. Da geht es ja darum, dass wir als Gemeinde einen Bonus zur Verfügung gestellt haben, für jene, die zu einem bestimmten Datum unterschrieben haben. Nachdem bis zur letzten Sitzung drei nicht unterzeichnet haben, geht es eben darum, dass wir jenen auch diesen Bonus zukommen lassen und diese Frist einfach verlängern. Und diese Abstimmung geht's. Gibt es dazu Fragen von eurer Seite? Unsere Fraktion wurde nach der Vorstandssitzung informiert und wird dem natürlich zustimmen. Also gut, wenn Sie damit einverstanden sind, bitte tatsächlich für Zustimmung. Danke. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Verleihung des Rechts zur Führung des Gemeindewappens. Im Zuge dessen, dass ESV Eiskristall 20 Jahre feiert, bestehen feiert und statiert, die so ergeben muss für 30 Jahre. Wir es angebracht, dass wir Ihnen bei diesen Feierlichkeiten das Gemeindewappen, das Recht zur Führung des Gemeindewappens überreicht. Und daher würde ich gerne diese Anträge stellen und auf eure Unterstützung hoffen, dass sie dort nicht steht. Gibt es da Fragen von eurer Seite? Gut, dann stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möchte die Verleihung des Rechts zur Führung des siebenten Machtwappens an den ESV Eiskristall die Woche zum Anlass des 20. Bestandsjubiläums beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte tatsächlich der Zustimmung. Danke. Punkt B. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möchte die Verleihung des Rechts zur Führung des siebenten Machtwappens für den Kirchenchor und Instrumentalensemble Klinger Musiker zum Anlass des 30-jährigen Bestandsjubiläums beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um Zeit zustimmen. Gut, somit wären wir in der öffentlichen Teil fertig. Ich darf die Gäste bitten, den Saal zu verlassen. Wir können jetzt teilkommen. Wir danken fürs Kommen. Gibt es eine Pause? Ich glaube, wir haben hier einiges. Stehen wir auf.